Bambi-Mörder und so weiter hört man öfters. Und da muss ich sagen, das tut schon weh. Wenn sich Jäger treffen und die kennen sich gar nicht, dann ist es irgendwie so eine Verbundenheit. Hey, du hast mit der Schrot erwischt. Ja, super. Und dann kommt der Jagdtrieb. Der Beutetrieb und das Beute machen, das glaube ich, ist in jedem drin. Ach, da ist eine Fährte. Die Fanny hat schon gewittert, ja? Schau. Die Leute kaufen sich für 100.000 ein Auto, das ist blödsinniger als dann kaufe ich mir lieber so ein Gewehr. Und hier und da mal ein schwarzes Schaf, bei der Ehe hervorkommt, wird das so breit getreten. Und damit kann man alle ein bisschen schon in schlechten Ruf. Ne? Der Fernsehreporter, der sich samt Kamerateam im Wald herumtreibt, um eine Reportage über Jäger zu drehen, wird von manchen Weidmännern als so eine Art natürlicher Feind betrachtet. Bei Fernsehreportagen in den vergangenen Jahren über Bärenjäger, Großwildjäger, über die Treibjagd hat man sich schlecht behandelt und schlecht dargestellt gefühlt. Und dementsprechend groß war auch das Misstrauen gegenüber meinem jungen Kollegen Simon Schennach, als der begonnen hat, für den heutigen Schauplatz zu recherchieren. Ihn hat interessiert, warum die Jagd hierzulande immer beliebter wird. Warum mittlerweile 120.000 Personen in Österreich den Jagdschein haben. Was treibt die Jägerinnen und Jäger an? Ist es nur die Faszination der Natur oder die Gemeinschaft? Oder ist es der Beutetrieb? Oder gibt es da sonst noch was? Nach langem Hin und Her hat er dann Jägerinnen und Jäger gefunden, die ihn mitgehen haben lassen. Bei der Pirsch, ins Waffengeschäft, zur Trophäenschau. Und wir sind gespannt, ob die Jägerschaft diesmal findet, dass sie gut getroffen ist. Lienz in Osttirol. In der Sporthalle wird heute bereits am Vormittag gefeiert, debattiert und der heilige Hubertus besungen. Bei der alljährlichen Trophäenschau kommt die Jägerschaft des Bezirks zusammen. Die rund 4000 Abschüsse der abgelaufenen Saison aus ganz Osttirol werden hier präsentiert. Denn jedes erlegte Stück muss dokumentiert werden. Vom Rehkitz bis zum kapitalen Bock. Josef Kalser ist Schindelmacher und seit über 40 Jahren passionierter Gamsjäger. Er zeigt uns, worauf es bei den Trophäen ankommt. Gehen wir mal lieber an die Spitzentrophäen. Ja, ja. Das sind von ganz Osttirol die besten Trophäen und die besten Stück. Also das ist jetzt richtig ein kapitaler Gamsjäger. Aber wann ist eine Trophäe eine kapitale Trophäe? Das Erste, was der Jäger hinschaut, ist einmal das Wildbret. Okay. Das aber einmal, das sieht man nicht. Das ist einmal stark. Das siehst du nicht mehr. Ja. Aber der was ihn erlegt, der schaut sich das ja genau an. Okay? Aber das ist war sicher ein Bock mit 30 Kilo. Und dann hat er die Farbe, dann hat er die Statur, dann hat er das Auftreten von einem alten Bock. Da hängt schon ein bisschen durch, der ist groß, gell? Der ist nicht mehr so wie ein kindischer, wie wir mit 18 Jahren waren. Der hat schon die andere Farbe. Gell? Also ich selber habe noch keinen so einen Bock geschossen. Ich habe viel Gams geschossen, aber ich habe noch keinen so einen Bock geschossen. Trophäenneid, so wird uns erzählt, sei unter den Jägern hier verpönt. Aber ein gesunder Wettstreit, der gehöre dazu. Je größer und älter das erlegte Tier, umso kapitaler und wertvoller die Trophäe. Ausgestellt werden hier aber auch die kleineren Stücke. Ich denke mir, vielleicht 14 Kilo, vielleicht 12 Kilo schwer, ein Kümmerling. Ein Kümmerling. Und das ist man auch, da kann der Jäger auch stolz sein, genauso stolz. Aber erzählen tut das natürlich mehr, die Trophäen auf dem Olymp, wie die Trophäen in der Masse. Aber warum ist das so? Weil das ist der Erleger, der was den geschossen hat, Isabella, eine Jägerin, gell, allerhand, da muss man sagen, gratulieren, weit man sein. Wie ist denn das mit den Jägerinnen eigentlich? Ja. Wie sehen Sie das mit Ihren Kolleginnen? Das ist heute in der Zeit, wo die Frauen im Vormarsch sind, da darf man uns gar nicht mehr äußern. Das muss man akzeptieren. Also ich persönlich war ein langer Gegner. Ich habe heute auch noch. Aber wenn sie Gams oder einen Hirsch selber zur Strecke bringt und oberzieht und aufbricht und alles macht, dann haben sie auch so eine Berechtigung. Da darf man überhaupt nicht dabei altmodisch, das darf man ja gar nicht. Da muss ich aber wirklich in meinen Kopf kämpfen. Training mit einer ehemaligen Weltmeisterin. Karina Schmalek-Gansch bringt ihren beiden Töchtern und anderen Kindern aus Markersdorf Grundlagen in Karate bei. Links vor geht am Barei. 2010 hat die 43-Jährige
die Jagdleidenschaft gepackt. Bei sich daheim bewahrt sie in einer neu gezimmerten Stube Erinnerungsstücke früherer Jagderlebnisse auf. Ja, diesen Mummel, den habe ich geschossen, 2012. Den habe ich zu meinem 40. Geburtstag bekommen. Da waren wir am Fuße des Ötschers in Ferlach. Und da im Hintergrund gibt es eine Lampe. Genau, das war so meine spezielle Idee. Mein Cousin hat das top umgesetzt. Also ich wollte da ein bisschen was Spezielles haben. Und das ist mir so eingefallen, eine Wandleuchte mit dem Haupt vom Dreierhirsch. Kommt da gut an. Also die Leute, die uns besucht haben, haben geschaut, hey, super Idee, das möchte ich auch machen. Ja. Schaut toll aus, hat mir Freude damit. Jagen, das ist bei den Schmalecks meist Familiensache. Das nimmst du bitte. Mit dabei die beiden Töchter Chiara und Angelina sowie Ehemann Siegfried. Jo, Puppile, jetzt geht's auf die Jagd. Dass es gleich ins Revier geht, spürt offensichtlich auch Banja. Die junge Brandlbracke ist fünftes Familienmitglied und ausgebildete Jagdhündin. Komm her, Banschi. Ja, das ist gut. Ihr seid ja eigentlich jetzt heute nicht zum ersten Mal dabei, oder? Das ist schon seit Jahren eigentlich, oder? Wie? Ja, ein paar Jahre. Sie war bei meinem Hirschabschuss, bei meinem Geburtstag dabei. Zitat. Einmal kommt der Hirsch aus dem Wald heraus und das ist ziemlich spannend. Ja, das heißt, dich hat auch schon das Jagdfieber gepackt, oder? Ja. Die Schmalecks leiten einen Pflastermeisterbetrieb. Gemeinsame Freizeit ist selten. Sie haben jetzt quasi das Glück, dass Sie dasselbe Hobby haben, ne? Die gleiche Leidenschaft. Wenn wir nicht dieselbe Leidenschaft hätten, das Jagen, dann würde ich es nicht machen. Weil okay. Dann würde das auch nicht funktionieren. Und es ist ja schön, wenn man es auch miteinander machen kann, wenn die Kinder dabei sind. Es ist nicht immer so, aber wir versuchen schon, dass wir es da einbinden, die Kinder. In der Wiener Innenstadt, weit weg von Wald und Wild, ist der Sitz des Jagdgeschäfts Springers Erben. Hier findet der Weidmann von Rang alles, was er braucht. Von der Gummilockente bis zur Luxusbüchse. Es ist Hochsaison und für Louis Sein Wittgenstein Sein bedeutet das jede Menge Kundschaft. Okay. Haben Sie eigentlich viele weibliche Kundinnen auch? Relativ wenig. Ja. Aber es gibt doch mehr und mehr weibliche Jäger, also die Zahlen sind am Steigen, sagen auch die Landesjagdverbände. Aber in dem Fall sind es die Frauen, die für den Mann einkaufen. Der Mann hat nur Fotos geschickt, da ist es nicht so einfach. Der 33-Jährige stammt aus einem alten Adelsgeschlecht. Auf die Jagd, so erzählt er uns, habe ihn sein Vater bereits als Baby mitgenommen. Inzwischen ist der Geschäftsführer selbst verheiratet und zweifacher Vater. Ich sage immer, ich habe zwei Leidenschaften, das ist die Familie und dann die Jagd. Aber jetzt, die nächsten zwei Monate, tritt meine Frau sehr lieb ein bisschen in den Hintergrund und lässt mich etwas mehr jagen, weil sie dann die anderen Monate wieder mehr von mir hat. Ein Kunde ist auf der Suche nach einer gepflegten Einsteigermontur für Gesellschaftsjagden. Allwetter. Also das wäre jetzt mal eine Hose und dann eine etwas dünnere Jacke, farblich auch angepasst. Wir schauen uns währenddessen im Geschäft um. Hoch im Kurs ist hier nach wie vor das traditionell Gediegene. Auch zwei deutsche Jungjäger zieht es offenbar eher zum klassischen Loden als zur modernen Tarnjacke. Also das ist halt eine Bunthose, die macht man hier an der Seite enger. Die macht man hier zu und dann hat man hier diese Strümpfe. Wie wichtig ist eigentlich diese Etikette, also dass man sozusagen richtig gekleidet ist auf Jagd? Es gibt halt so die richtigen Jäger, die haben dann halt ihre ganz alten Lederhosen und so. Und das erkennt man schon. Und dann gibt es so die Städter, die so einmal pro Jahr auf Jagd gehen und sich dann extra schön einkleiden und alles. Und die werden dann auch nicht allzu ernst genommen. Also es gibt immer so zwei Arten von Leuten ungefähr. Die Jacke könnte etwas kleiner sein noch. Was kostet denn eigentlich so eine Grundausstattung für einen Einsteiger jetzt? Waffe, Munition, Optik, alles, was dazugehört, muss man leider mittlerweile 15.000 bis 20.000 Euro rechnen, bis man alles neu zusammen hat in einer guten Qualität. Zwiebel in Kärnten. Dass den Jägern ihr Hobby lieb und teuer ist, davon lebt auch Manuel Kampfer. Der junge Kärntner präpariert Tiere aus dem In- und Ausland. Das ist ein Impala. Der ist in Südafrika erlegt worden. Und da haben wir dann einen Streifen, das ist von Namibia.
Da haben wir natürlich eine Murmelrunde. Das ist halt jetzt eine gute Murmelsaison gewesen. Gell? Das heißt, da sind jetzt die Schätze drinnen, oder? Ja, das sind die weiteren Aufträge, was jetzt so alles ansteht von Murmeltieren. Und da sucht man halt ziemlich lang auf dem Warum. Das ist schon jetzt dann. So, und da haben wir jetzt den Eichel her und das Hermelin. Das werden wir dann bis morgen auftauen lassen. Gell? Das ist ja. Das ist jetzt aber sicher ein Straßenopfer. Ist ein Straßenopfer? Das schaut ganz stark danach aus, ja. Aber ich stelle mir schwierig vor, dass man das dann wieder so hinbringt, dass es ausschaut wie ein lebendiges Tier, oder? Weil es ist ja offensichtlich jetzt ein bisschen also verformt eigentlich, ne, schon. Ja, ja, klar, ja. Ich habe mein Alter da nur mal mit der Haut, gell. Und das Innenleben, was ich da reinbaue, das ist dann wieder wie neu. Also den Kopf da vorne sehe ich, das ist, der ganze Schell ist kaputt, ja. Aber das riecht man dann schon wieder her, gell. Manuel Kampfer ist selbst aktiver Jäger. Vor einiger Zeit hat er einen Bock geschossen, den er heute präparieren will. Dann mal die Decke, das ist fertig gegerbt. Gegen Insektenfraß geschützt. Dann haben wir da noch ein Einschussloch. Das müssen wir noch zusammenflicken, bevor man das dann präpariert. Wie sind Sie eigentlich zum Präparieren gekommen? Ja, es war eigentlich immer schon. Mit den Tieren habe ich sie immer schon ein bisschen gehabt. Die drei Lehrjahre, habe dann in Wien draußen die Berufsschule gehabt, wo wir dann zu dritt in der Klasse waren von ganz Österreich. Gell. Das ist eigentlich mein Traumberuf, sage ich mal. Und ich mache dann die Freude vom Kunden, wenn er das abholt. Wenn man ihn dann in die Augen schaut und der sagt, das ist so, wie ich es gesehen habe auf den Stein oben, das ist das einfach klasse. Ja. Es gibt ja inzwischen eben relativ wenige, die das machen. Ja, du bist eigentlich in jeder Runde immer der Einzige, gell? Wir leben nur ein einziges Mal. Vielleicht ist es das letzte Mal. Ein Prost, ein Prost, ein Prost, ein Prost. Wir leben nur einmal. In Osttirol steigt die Stimmung. Die Halle mit den Trophäen ist inzwischen gut gefüllt. Neben den Einheimischen treffen wir auch viele Jäger aus Südtirol. Die Grenzen erscheinen hier manchmal etwas fließend. Ist ein Italiener, da kannst du nicht ändern. Ach, das ist ja logisch. Sei mal wohl Europäer, in Gottes Namen. Ja, natürlich sind wir Südtirol, aber staatlich, da kannst du noch stehen, was du willst. Wir sind Italiener, da können wir nicht. Tut dann nicht weh, oder? Ja, tut nicht weh, aber ein bisschen schon nicht, da sind wir ein bisschen. Es gibt ja keinen schlechten Italiener, es gibt keinen schlechten Österreicher. Es gibt wohl die Würden Tiroler, das passt. Dass mit der Jagd auch immer mehr Geld verdient wird, ist in Tirol längst nichts Neues. Auch hier im Bezirk verkaufen Pächter einzelne Abschüsse an betuchte Jagdgäste weiter. Wie etwa an den Deutschen Klaus Köster. Bei den Spitzentrophäen hängt ein Steinbock, den er geschossen hat. Wenn der Bock oben auf dem Grat gestanden hat und dann, also ich sag mal, und dann ins Kar reinzieht und dann man zum Schuss kommt, das ist ein Erlebnis. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich wieder mal kommen, oder? Solange ich gesund bin, ja. Ob ich noch mal so einen Bock schieße, weiß ich nicht. Aber wie oft schießt man im Leben eigentlich so einen Bock? Ja, vielleicht einmal. Einen. Und da muss man auch erst die Chance haben, nicht? Weil als Einheimischer kannst du dann enttäuscht nicht. Wie viel Herrn Kösters Steinbock gekostet hat, will man uns nicht verraten. Aber mehrere tausend Euro müsse man für einen Bock dieser Klasse schon ablegen. So finanzieren viele Pächter ihre Reviere. Sie verkaufen die besonders begehrten Stücke teuer an ausländische Jagdgäste. Einheimische Jäger können da oft nicht mithalten. Einige Wochen später in Leisach bei Lienz. Wir besuchen Josef Kalser und seine Kollegen vom Jagdverein vor dem Ausflug ins Revier. Richard Zeiner und Hermann Linder sind seit Jahrzehnten in der Jagd aktiv. Was für sie immer mehr zum Ärgernis wird, ist die steigende Zahl der sogenannten Sonntagsjäger. Ein Sonntagsjäger, der geht halt gern aus, weil schönes Wetter ist und weil es irgendwo hat er was von einer Tradition gehört. Und dann hat er die Jagerprüfung gemacht und jetzt meint er, er ist der schneidige und der beinharte Jäger. Und das sehe ich jetzt nicht so. Wie sehen Sie das? Ich sehe es auch so. Ich bin ab dem fünften Lebensjahr mitgegangen mit meinem Großvater, mit meinem Vater und haben das wirklich vom Pik auf nicht nur gelernt, sondern erlebt.
Und das hat mir dann eben so viel Spaß gemacht und in mich eingeschweißt, dass man das mit einem Sonntagsjäger jetzt in dem Fall nicht vergleichen kann. Was den Dreien ebenfalls schwer zu schaffen macht, sind die immer zahlreicheren Nichtjäger im Revier. Wanderer, Gipfelstürmer, Krawallmacher, Schwammelsucher. Und damit geht man ins Revier und dann siehst du nichts mehr. Ja, vertrieben ist bald einmal was. Nicht? Die Jäger zahlen für jeden Quadratmeter und die anderen benutzen es gleich. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Begriff. Wenn man sich da äußert, dann ist man der schlechte Mensch. Der Spalt zwischen Sportler und Jäger geht deswegen auseinander, weil der Sportler im Jäger einen Feind sieht. Der Jäger ist der, der schimpft, und der Sportler sieht das nicht ein. Mhm. Aber umgekehrt natürlich auch. Wir sehen so einen Feind. Gell? Wir sehen auch einen Feind. Es staut sich da allerhand zusammen. Das ist aber berechtigt. Und dann bricht es ab und zu wieder aus. Aber das liegt nicht auf dem Sportler und das liegt nicht auf dem Jäger. Das liegt an denen, die das alles verkaufen und alles freigeben. So. Okay. Auf in die Jagd. Auf, gehen wir. Amen. Ja. Zurück in Niederösterreich. Perfektes Jagdwetter im Bezirk Lilienfeld. Die Schmalecks kommen im Revier an, wo bereits Anton Marton auf sie wartet. Der 75-Jährige ist Jagdaufseher und Mentor für die Familie. Wir wundern uns, denn statt der Büchse wird zuerst der Rechen ausgepackt. Um sich möglichst geräuschlos ans Wild heranpirschen zu können, muss im Revier regelmäßig das Laub von den Wegen gekehrt werden. Und das ist schon der erste Hochstand jetzt da, oder? Genau. Da schaut man halt auch rein, ob alles in Ordnung ist, ob vielleicht die eine oder andere Spinnhaut zu entfernen ist. Und da, wenn man das aufmacht, kann man es da oben einklipseln. Und dann kann man das Gewehr auflegen. Mhm. Habt ihr das schon mal gemacht? Nein, aber wenn ich da jetzt sitze und der Papa immer da, dann schaue ich Papa immer zu, wie er es hinlegt. Und dann irgendwann mal geht's bumm. Ja, und du warst einmal dabei, oder? Wie dann der Papa den Hirsch geschossen hat, ne? Da war ich so nervös, weil das war das erste Mal, dass ich mit war und der Papa hat was geschossen. Und genau bei seinem Geburtstag. In 40er. Hat er einen Rumpen geschossen. Hat er einen Rumpen gehabt, der Papa. Während Töchter und Gatte bei der Jagdhütte warten, macht sich Carina Schmalig-Gansch zusammen mit Anton Marton auf die Pirsch. Da schauen wir heute, ob wir was erwischen, oder? Ja. Na, heute schießen wir was, wir schauen. Heute kracht's. Wie oft gehen Sie eigentlich miteinander auf die Jagd? Ja, früher eigentlich öfter, so noch kurz nach der Jagdprüfung. Und jetzt muss man es eigentlich ausnutzen, dass jeder auf einem eigenen Hochstand sitzt, dass wir unseren Abschussplan natürlich erfüllen können. Denn die Behörde gibt vor, dass jedes Jahr rund 30 Tiere im 450 Hektar großen Revier geschossen werden müssen. Ach, da ist eine Fährte. Die Banja hat schon gewittert, ja? Ja. Die Banja, die der Hund schon, ist da schon jetzt. Der Hund riecht es, dass da jetzt ein Wild gegangen ist. Ja. Banja, ja, die hat es schon in der Nase. Das ist unglaublich. Herr Marton ist dem Wild inzwischen seit über 50 Jahren auf der Fährte. Ein Leben ohne Jagd, das sei für ihn undenkbar. Auch wenn man es als Jäger nicht immer ganz leicht hat. Und hier und da mal ein schwarzes Schaf, vor der Ehe hervorkommt, wird das so breit getreten. Und damit kann man alle ein bisschen schon in schlechten Ruf. Ne? Man muss als Jäger wirklich die Gesellschaft aufklären. Was macht man da? Warum macht man das? Ja? Wir Menschen haben eine Verantwortung gegenüber dem Wild. Wir haben auch in die Wildnis eingegriffen. Also muss ich auch die Verantwortung tragen. Ja? Ja, schöner Sitz, du. Ja, da ist nicht blöd. Ja. Das aufgespürte Reh ist in der Nähe. Vom Hochstand aus will man es ins Visier nehmen. Wir sind zurück in Ziebel bei Manuel Kampfer, der gerade beginnt, die Rehbockhaut über die modellierte Form zu spannen. Dieses Stückel haben Sie ja selber geschossen? Das ist mein Rehbock, ja. Das heißt, wenn Sie jetzt diese Trophäe anschauen, was empfinden Sie da? Gibt es da so eine Art Stolz? Ja, das ist
einfach die ganze Geschichte, was dabei war. Ich war mit einem Jagdkollegen. Ich habe zuerst gesagt, nein, ich mag heute gar nicht aussehen, jagen. Und er hat gesagt, ah, jetzt gehen wir aus, tu nicht so. Und dann kommt eben dieser Bock und ich habe den angesprochen. Und gesagt, wow, der ist super. Und dann hat das super gepasst. Und das ist eben die ganze Emotion von der ganzen Geschichte bis zum Schluss dann, wo wir dann wirklich bis zwei nach vorne und zusammengesessen sind noch und über dieses Thema halt geratscht haben und ein bisschen glumpert, sagt man bloß in Kärnten halt. Und dann ist es ja durchaus so, dass man auch ein bisschen Anerkennung kriegt von Jägern, die dann sagen, gutes Stück oder so. Die sagen, oh, ja, Wettmuseil, das ist ein super braver Bock, Ball sein der Abschuss. Klar, das gehört alles dazu, ja. Haben Sie dann aber eigentlich Verständnis für Leute, die sagen, das ist Ihnen jetzt zu heftig, weil es eben um totes Tier geht, Mobbing ja, und Ähnliches? Das ist natürlich im sozialen Netzwerk ist das sehr gegeben. Gell? Und deswegen bin ich da nicht vertreten. Weil ich komme ja nicht jeden Tag zwei Stunden zu besetzen und diese E-Mails beantworten oder diese Blogs, das ist uninteressant. Und das ist für mich auch, ich bin da nicht drinnen und das brauche ich nicht. Ne? Warum, was kommt da dann an E-Mails? Ja, was schreiben Sie da? Nekrophiler, wie geschmackslos das eigentlich ist. Ja, alles so eine Sache, halt, was man eigentlich nicht hören will. Gell? Wobei man von anderen Seiten, für die, was man arbeitet, also die Auftraggeber, eigentlich immer ein gutes Feedback kriegt. Gell? Die letzte Kämmung. Ja, nein, ein paar kriegen noch. Wir sind noch einmal im Jagdgeschäft in Wien. Neben Jagdutensilien und Bekleidung werden hier vor allem Waffen verkauft. Ein deutscher Jäger lässt sich die exklusivsten Modelle zeigen. Und was kostet dann sowas, wenn es fertig ist, ungefähr? Das kostet 36. Worauf achten denn Sie eigentlich jetzt bei einem Gewehr, wenn Sie so auf der Suche sind? Hauptsächlich, dass es schießt. Okay. Und das ist gar nicht so selbstverständlich. Das ist von der österreichischen Handwerkskunst so mit das Beste, auch technisch, also nicht nur außen schön. Was würde das jetzt kosten eigentlich? Na, da sind wir schon im hohen fünfstelligen Bereich drin. Bedeutet? In dem Fall 75. 75. Wäre das jetzt was auch Ihr Herz erwärmt dann, sowas, oder ist Ihnen das schon zu verspielt? 857 RS 6x50R. Also mein, das wäre mir auch schon zu verspielt, ja. Aber es ist trotzdem ein tolles Gewehr, natürlich. Ja. Also die Leute kaufen sich für 100.000 ein Auto, das ist blödsinniger, als dann kaufe ich mir lieber so ein Gewehr. Ob Luxusausführung oder Einsteigermodell. Die passende Waffe, das bedeutet für jeden etwas anderes. Das muss einem mal perfekt liegen und dann ist ein Vertrauen in die Waffe. Also ich muss wissen, dass wenn ich schieße, dass die Waffe nicht versagt. Weil sonst darf ich auf kein Stück Wild schießen. Weil sonst gehe ich die Gefahr ein, schon im Bewusstsein, dass die Waffe nicht trifft, dass ich ein Tier verletze und nicht töte. Für den todsicheren Abschuss kann man sich außerdem noch mit anderen Mitteln behelfen. Was hat es denn jetzt damit auf sich eigentlich? Das ist ein Taubenlocker. Es gibt heutzutage viele Hilfsmittel auf der Jagd, um besser jagen zu können. Also in dem Fall. Ich bin kein großer Fan davon, weil man sollte es von Kindesbeinen an gelernt haben, wie es geht. Und ich finde, es hört sich auch natürlicher an als so ein Plastikdrum. Aber viele können es nicht und brauchen dann halt das zur Hilfe. Josef Kalser und seine Kollegen auf dem Weg zur Jagdhütte. Dort wartet bereits ihr Weitkamerad Gottfried Kreuzer. Auch bei Kälte und Schnee bleibt der gelernte Tischler oft tagelang auf 1900 Metern und genießt die Einschicht. Hin und wieder bekommt er dann Besuch von seinen Jagdgefährten. Ob schon aber einkatzt ist oder wie? Schau, ob die Hütte schon warm ist. Wo sind wir denn jetzt da eigentlich? Da sind wir auf der Hertha-Hütte. Ja, jetzt sind wir auf der Leisacher Kaufladen. Und genau bei der Hertha-Hütte, das ist unsere Jagdhütte. Das ist die zentrale Hütte. Und da schaut es ja schon nach Jagd aus. Ja, mein Kollege, der Gottfried, war gestern schon herum. Der schießt kaum etwas. Aber gestern hat er Jagdglück gehabt. Zwei passende Jahrlinge. Und das ist unser Jagerplatzl. Der heilige Hubertus, den haben wir auch da herum.
passt auch ganz gut. Ja, und das darf ich sagen, jetzt kommt alle einer. Es gibt ein Hirschwürstel, das machen wir uns jetzt heiß und sitzen wir ein bisschen zusammen. Oder? Bravo, selber, das machen wir. Gell? Das passt. Bei deinem Wetter. Ja, das ist kein Jagdwetter heim. Gell? Das heißt, der Nebel ist jetzt einmal der Spielverderber heute dabei, oder? Der Nebel ist der Gamshirte. Der Gamsschoner. Der Gamsschoner oder der Gamshirte, weil da haben sie jetzt eine Ruhe. Gell? Und so ist auch richtig. Es kann nicht jeden Tag Jagerwetter sein. Dann müssen wir Hochleistungssportler sein. Ich kann gar nicht. Okay, Herr Gottfried, servus. Bleiben wir uns heil nochmal, gell? Das ist gut gemacht, Gottfried. Ja, wir ich hab's schon erklärt. Wann da kommt seiner? Beide. Ja. Super. Ja, das passt. Das tue ich überhaupt am liebsten. Aber immer ein bisschen kochen, das ist mehr am liebsten. Das eigene Wild. Ja. Aber ist schon sehr gemütlich da, hä? Wohl. Geht ganz gut. Immer mal ein bisschen Hinterholz da. Das ist alles aus der Region, oder nicht? Alles da, ja. Okay. Und wir kaufen nichts zu, wir sind Selbstversorger. Aber es gibt haufenweise Jäger, die das alles gleich wegführen und ein Wiener Schnitzel und ein Schweins irgendwo hinfahren kaufen. Also das gute, das beste Zeug, was wir in der Region haben, selber zu verwerten. Aber es ist ja fast nicht zu verübeln. Meine Kinder sagen, ah, Mann, das schmeckt aber wo wild noch wild. Gell? Weil wir schon alle den Geschmack haben, den was uns die Industrie vorgegeben haben. Jahrzehntelang haben wir den Geschmack und das haben wir gewöhnt. Bei McDonald's drin schmeckt es alles also gleich. Gell? Aber der Gams, wenn er schon ein bisschen in der Brunft ist, der stinkt schon teuflisch. Gell? Kann man nicht mehr essen dann, oder? Kann man schon essen. Ja, geht überhaupt nicht. Wenn wir ein bisschen gut machen, ja. Ja, und ein bisschen Wildgeschmack muss einfach da sein. Gell? Ja. Was die Seligkeit auf der Alm derzeit etwas trübt, sind die wirtschaftlichen Interessen des angrenzenden Pächters. Wir haben da eh ein bisschen ein Problem mit unserem Jagdnachbar, der uns jetzt nicht mehr einfahren lassen will. Es ist ja Jahrhunderte kein Problem gewesen, aber seit da Pächter sein, der was aufs Geld von Ausländern angewiesen sein, von Schweizer Bankiers und von Italiener und von deutschen Magnaten. Seit ist das natürlich für die Unfeind, wenn wir durchfahren, wenn sie für das ansitzen. Okay. Und das ist halt, wenn man die Jagd um jeden Preis haben will. Ich habe denen gesagt, ich habe es eigentlich eine Seele verkauft. Der Grundbesitzer sagt, umso mehr, umso besser. Das gehört mir. Und wenn ich die Chance habe, das Jagdrecht zu verpachten, dann schaue ich, dass ich so viel wie möglich da raushole. Einheimische fallen dann durch den Rost, weil sie finanziell nicht mehr mitkommen. Und wenn noch nichts mehr drin ist, gescheit sind wir, dann sind sie wieder auf Wiederschauen. Ja, gefährlich wird es halten, weil auch heimische Leute sich verbünden mit so einer und als Strohmänner auftreten. Das ist das größte Gift für unsere Jacken. Und das passiert da auch. Und das passiert bei uns und massenweise in ganz Tirol, massenweise in Kärnten und überall. Und da könnte das Land einschreiten und sagen, wenn Jacken verpachtet werden, dann ist die Bonität von dem Pächter zu prüfen. Und er hat von mir aus ein Links herzulegen, eine Bankgarantie für die 10 Jahre. Da war das bald am Laufen des Spiels. Und da geht es um hohe Summen, oder? Da geht es um hohe Summen. Zum Beispiel? Und ein Hektarpreis um 100 Euro. Zum Verhältnis, unser Hektarpreis liegt vielleicht bei 8 Euro. Ja. Mehr als 100.000 Euro für größere Pachten sind inzwischen keine Seltenheit mehr in Tirol. Kalser und seine Mannen bezahlen derzeit noch 12.000 für 1.700 Hektar pro Jahr. Doch sollte die Pacht weiter steigen, müssen sie die Jagd vermutlich abgeben. Jagderlebnis abseits vom Revier, das gibt's im Schießzentrum Wiener Neustadt. Louis Sein Wittgenstein Sein und der Schießtrainer Wolfgang Prinz zu Bentheim und Steinfurt schauen einem Kollegen beim Trockentraining zu. Super Schuss. Leuchtpunkt. Der geht Dinges mehr hin. Der liegt's. Das war jetzt der aktuelle Schuss und das ist so ein tödlicher Schuss. Das Schwein macht keinen Meter mehr danach. Was ist jetzt das Nächste am Programm? Neue Munition, die ich im Gewehr habe. Und ich möchte schauen, ob die auf 100 Meter auch so schießt, wie die ich davor drin hatte. Der erste war der rechte, der zweite ist genau da, wo ich ihn haben will, auf 100 Meter vier hoch. Dann passt. Ja. Auf 100 Meter 4 cm hoch heißt, dass ich auf 50 Meter bzw. auf 150, 200 Meter immer in diesem Lebenskreis drin bin eigentlich mit dem Gewehr. Was bedeutet Lebenskreis? Herz, Lunge, die wichtigen Organe, die
wenn ich sie treffe, zu einem schnellen Tod führen. Das heißt, in dem Fall wäre das jetzt in der freien Wildbahn, wäre das Tier wahrscheinlich tot. Tot. Beides mal tot. Richtig. Ich stell mich dahin, schieß vor den. Anschließend soll noch ein neues Jagdgewehr getestet werden. Es geht zum Tontaubenschießen. Du hast trainiert. Du musst mit dem Gewehr mitschwingen und nicht im Schuss stehen bleiben. Weil wenn du im Schuss stehen bleibst, fliegt die Taube weiter, man schießt hinten vorbei. Ja. Ist der Louis eigentlich ein guter Schütze? Werden wir sehen. Ja, und am Schießstand ist immer was anderes. Bei mir ist ganz kurios, ich bin am Schießstand bei Weitem nie so gut, wie ich dann wirklich auf der Jagd bin beim Schießen. Hopp! Hinter. Ja. Hopp! Ja. Schon wieder links. Wieder. Immer wieder. Also noch einmal Gustav, bitte. Hopp! Links, links. Der zweite war rechts. Der erste war links drunter und der zweite war rechts. Hängt das mit der Position zusammen? Ich habe einen Fehler drin. Ich weiß, was der Fehler ist. Ja. Aber ich kriege den Fehler bei mir im Gehirn nicht raus. Ich muss das Gehirn abschalten. Aber wenn man sich rein verbeißt, dann geht's. Kann man Gehirn nicht mehr abschalten. Irgendwann ist man zu sehr drin. Und ich bin vom Kaliber her so viel kleiner geworden, dass es einfach auch eine neue Herausforderung ist. Ja. Hopp! Karina Schmalek-Gansch hat mittlerweile das Reh aufgespürt und sich auf Schussdistanz herangepirscht. Wie geht's Ihnen jetzt so nach dem Schuss? Ist das, ich meine, ist ja riesig laut. Ja. Es ist momentan schon Adrenalin pur, auch für den Hund. Nach dem Schuss hat sich das Reh offenbar noch einige Meter weiter bewegt. Deshalb nimmt Banja Fährte auf für die sogenannte Nachsuche. Es geht aber jetzt wirklich nach dem Blut quasi, nach dem Blutgeruch. Nach dem Schweiß, genau. Nach dem Schweiß. Schweiß, so wird in der Jägersprache nämlich das Blut eines Wildtiers genannt. Banja ist offenbar fündig geworden. Ah, Füße. Na fein. Gut, ist sie. So. Karina, bleib mal heil. Bleib mal, danke. Danke. Was hat es jetzt damit auf sich, mit diesem Ritual? Ja. Das ist ein Brauchtum, der das Wild erlegt hat, kriegt einen Bruch. Das Wild selbst kriegt den letzten Bissen. Den letzten Bissen? Ja. Und auch der Hund in dem Fall, weil er das Wild gefunden hat, kriegt auch einen Bruch. Ja. Das heißt, jetzt sind alle hochdekoriert. Genau. Super. Und was ist das jetzt eigentlich für ein Gefühl, wenn man dann so vor dem erlegten Wild steht? Ja, es ist. Man hat eine Erleichterung natürlich auch, dass das Wild auch gefunden worden ist, weil es ist nicht immer so einfach. Ja? Weil, wenn das Wild geht, dann kann sich das kilometerweit gehen, wenn man es nicht gut getroffen hat. Und da ist man dann schon immer erleichtert, dass es wirklich tot ist und nicht unnötig leidet. Und ist da so ein Funken Mitleid eigentlich dann auch dabei, wenn man da vor so einem toten Tier steht? Oder? Ich sage einmal Respekt. Ja? Respekt vor dem toten Wild. Ja. Das, so kann man das am besten ausdrücken. Ja? Ah, okay, der Hund, komm. Bitte schön, Greifstür, jetzt ist es ja so, dass da vier gestandene Mannsbilder sind. Wie stehen denn Sie eigentlich zum Thema Jagd und Frauen? Ah, da wird mein Gottfried drum. Eine Vorgeschichte, der Gottfried, der beste Jäger, gell? Ganz aber tief, ganz wild, was das anbelangt. Aber. Der schimpft, der kauft bei seiner Frau, der hat noch die Abprüfung gemacht. Aha. Oh, geht ganz gut, gell? Hat sich schon dran gewöhnt. Aber wie war das am Anfang dann? Nein, ganz am Anfang. Ich bin ein Automaten, oder ich kenne meine Kollegen auch, ich bin ein konservativer Mensch. Ich war bei den Vereinen nicht dafür, dass Weiberleib bei der Musik sein, bei der Feuerwehr. Ich muss auch nicht gehabt. Ich darf unterbrechen. Bei der Feuerwehr, gell?
Da waren seine zwei Gitschen die ersten in der Leisacher Feuerwehr. Die gibt's über 100 Jahre, dass die Feuerwehrgang sind. Und Gitschen sind Mädchen, oder? Das sind bei uns die Mädchen, die heißen bei uns Gitschen. Und das waren zwei tüchtige Feuerwehrleute, Weiber. Tüchtig. Super, also die haben sich so integriert gehabt, gell. Inzwischen sind sie Mütter, jetzt geht's nicht mehr, gell. Interessiert sind uns doch viele Frauen oder Mädchen. Ja. Denen kann man was sagen. Und da auf einmal sind sie hell begeistert. Ja. Landschaftlich sowieso. Ja, und dann ist das auch Spaß. Da wird dann hinten sauber anschließend oder am Abend. Der Nebel hat sich etwas verzogen. Deshalb geht's am späten Nachmittag dann doch noch auf einen Pirschgang. Einspurig. Ob geschossen wird oder nicht, lässt sich schwer vorhersagen. Aber zumindest einen Gamsanblick möchten die Osttiroler heute noch erleben. Zurück in Kärnten. Dass Manuel Kampfer von seinem Beruf inzwischen gut leben kann, hat der 30-Jährige vor allem der fleißigen Mundpropaganda zu verdanken. Die meisten Jäger in der Region sind Stammkunden. Einer von ihnen bringt einen frisch erlegten Dachs vorbei. Schau her, ja, wird man's sehen. Wettmanns Dank, schau mal, was der für eine schöne Rannen hat. Ha. Fischer Dachs. So, und da die Zügel, schau mal. Stark, ha, ja. Ja, bitte schön, sehr, sehr nett. Ich bin ja nicht mal noch mit drinnen. Yes. Schau mal, das muss mit der Schrot erwischt. Ja, ja, wir erwischt, ja. Ja, super. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja, super, den fällt nichts, ne? Ja, ich glaube, den fällt nichts. Perfekt im Haar. Ja, ein fester Knädel, ja. Und dazu, dass wir vielleicht eine schöne Wurzel nehmen. Ja. Und da tun wir dann auf. Ja. Willst du den Fang ein bisschen offen haben? Dass er ein bisschen besser schaut. Ja, das ist ein bisschen. Ja? Ja, das darf auch so passen, gell? Ja. Wie oft kommen Sie denn eigentlich pro Jahr jetzt da mit dem Stückchen vorbei? Ja, das kommt drauf an, wie viele Anblick haben und wie viele Wettmanns heil haben, gell? Weil interessant ist ja, dass man dann als Präparator auch der Psychologe ist, ein bisschen vom Jäger oder ja, der sich die Geschichten anhört. Selbstverständlich, wenn dann die Geschichte erzählt, wie man erlegt, wo man gesessen ist. Ja, genau. Und, ja, und. Und gar einmal das Überlegen auch, gell? Also, so ist es. Ein bisschen Jäger, der denkt ja dazu, ja. Anton Marton und die Schmalex begießen den Abschuss mit zwei Jagdfreunden. Gibt es eigentlich die Jägerschaft? Ist das irgendwie so, dass man sagt, die Jäger halten zusammen untereinander? Oder gibt es da dann auch untereinander so ein bisschen Rivalitäten? Und ja, es gibt schon auch Rivalitäten, das muss man ganz ehrlich zugeben. Aber im Großteil, muss man sagen, ist es schon ein Zusammenhalt. Und wenn sich Jäger treffen und die kennen sich gar nicht, dann ist es irgendwie so eine Verbundenheit. Das ist automatisch. Christian Steiner und seine Partnerin Renate Dorner jagen seit 12 Jahren mit großer Begeisterung. Wobei Jagen für die beiden nicht zwangsläufig Schießen bedeutet. Da steht einfach dann 30 Meter vor dir ein Hirsch. Das ist, man verstarrt, man kann sich nicht mehr bewegen, gar nichts. Man lässt ihn vorbeiziehen und er zieht wieder in den Wald rein. Und das war's. Und das ist für so ein Erlebnis, das da lebt man jahrelang. Also das bleibt dann einfach, wie man das erlebt hat dort. Und das ist, da rennt man jetzt noch die ganze Haut auf. Also das ist aber Wahnsinn. Wäre Jagd ohne den Abschuss dann eigentlich reizvoll? Wenn man natürlich oft jagen geht und man sitzt viel draußen, man kennt die Stücke, was sie im Revier aufhalten, man sieht es, man kann das beobachten und dann kann man sagen, das ist jetzt das Stück, das entnimm ich jetzt aus der Natur. Ja. Es gibt ja so auch die Jagdgegner, die behaupten, eigentlich ist Jagd ja gar nicht mehr notwendig, ist ja nicht mehr zeitgemäß, wenn man es eigentlich sozusagen nicht tun muss. Es würde der Wald verwüstet werden, es würde der Verbiss steigen, also es muss der Kreislauf stimmen. Es hat nur eine gewisse Menge an Rehwild oder überhaupt an Wild im Wald Platz. Ja. Kurz vor der Dämmerung haben wir in Osttirol dann doch noch Glück und sehen tatsächlich ein paar Gämsen. Da schaut man beginnend von unten, so links nach oben, in der halben Höhe, da stehen sie. Da stehen sie drin. Da in den Zungen. Wie war das denn mit dem Schießen? Es ist, wenn es gefroren ist, ein bisschen scheiße. Gell? Ja, so wie es jetzt ist, geht es in den Hauptklassen. Dass wirklich etwas geschossen wird, ist bei den drei Gamsjägern eher die Ausnahme. Nur 3 bis 4 erlegte Tiere pro Jahr sind es durchschnittlich bei jedem. Die meiste Zeit verbringen sie mit Ansitzen
und warten. Ist es dann auch nicht manchmal ein bisschen einsam da? Oder ein bisschen kalt und fad? Kalt wird's, einsam wird's nie. Aber kalt, einsam nie? Kalt, massiv. Die Kälte ist dann so weg, bald ein Stickel kommt, wo du schauen musst. Ja, ist dann es schon weggeblost. Das schon nicht mehr, gell? Ist ja. Was ist das denn eigentlich für ein Gefühl, wenn dann... Ist das dann sowas wie der Beutetrieb, der dann zum Leben... Der 100% ist. Ja, dann kommt der Jagdtrieb. Der Beutetrieb und das Beutemachen, das, glaube ich, ist in jedem drin. So Fleisch kriegen, ist für einen zwar nicht mehr notwendig, aber irgendwie steckt das, der Urmensch steckt in einem drin. Das steckt in jedem Mensch drin. Es outet sich halt in verschiedener Form. Befriedigt wird der Beutetrieb an diesem Tag nicht mehr. Die Distanz für einen Abschuss ist zu groß. Die Gemsen haben Glück. Am Weg ins Tal wollen wir noch ein abenteuerliches Gerücht rund um die Gamsjagd auf seinen Wahrheitsgehalt prüfen. Es gibt ja interessante Rituale. Stimmt es, dass man da zum Beispiel das frische Blut dann auch trinkt und so von der Gans? Ja, das stimmt. Für Jungjäger. Ja. Für Jungjäger, wenn du einen Jäger als Lehrmeister hast, der was sowas praktiziert hat früher, der wird dich natürlich auffordern. Bei einem guten, gesunden, jungen Bock, wenn ich schieße, musst du Gamsschweiß trinken. Haben Sie das schon mal gemacht? Ich hab das gemacht. Mich reut das nicht, gell? Aber man ist halt, das sieht man die Jugend, gell? Ja. Wo man halt noch fanatisch ist. Heute hat er das nicht mehr, aber schon hat es auch nichts. Schon hat es auch nichts. Wie schmeckt dann Gamsblut? Ja, also gar nicht schlecht. Also, wenn ich in den Dings drin bin, in dem Wahn, dann ist das eigentlich. Allein schon, wenn es da rausrinnt, ist das schon die Kraft. Gell? Das gibt ja die Kraft von Gams. Die letzte Station beim Tontaubenschießen in Wiener Neustadt. Hopp! Jetzt! Gibt es eigentlich noch diese Verbindung zwischen Adel und Jagd? Also ist es nach wie vor sehr eng miteinander verbunden? Ja, sagen wir mal, die größten Grundbesitzer in Deutschland und Österreich sind Kirche, Staat, Großindustrielle und der Adel. Wenn dort ein Junger raufkommt, der Jagdschein macht, der ist von vornherein weiß, wie er sich zu benehmen hat. Und das wird immer fortgesetzt. Dadurch ist durch den Adel eigentlich eine unheimliche Tradition immer wieder da, was bei vielen anderen, die dann irgendwann einmal den Jagdschein machen und eigentlich überhaupt keine Beziehung dazu hatten. Und da geht's zum Teufel. Ich habe meinen fast 3 Jahre alten Sohn letztens gefragt, wenn du groß bist, wirst du auch mal ein Reh schießen? Er hat gesagt, nein. Ich habe den ganzen Satz angeschaut. Papi, wenn ich groß bin, muss ich Jäger werden. Wenn ich Jäger bin, dann schieße ich ein Reh. Was war denn bei Ihnen so dieser Moment, wo Sie gewusst haben, dass es ihr ist? Die Geburt. Die Geburt, ja, Muttermilchgrün. Nein, das war von klein auf. Ich bin genauso wie sein Sohn jetzt, bin ich damals durch meinen Vater ganz schnell mit den Waffen zusammengekommen. Ich durfte sie mal tragen, ganz vorsichtig, und da war ich schon sehr stolz. Und dann irgendwann sagt er, jetzt probieren wir das mal aus. Und dann haben wir angefangen zu schießen und dann war ich, da war es erledigt, da war ich dabei. Inzwischen ist der Rehbock bereit für die letzten Handgriffe. Fertig würde dieser 380 Euro kosten. Jetzt ist einmal die grobe Geschichte erledigt und jetzt werden wir dann das komplette Gesicht Ihnen wieder ein bisschen Mimik hingeben, die Augen modellieren. Wie gibt man eigentlich am toten Tier Mimik? Natürlich jetzt auch, sagen wir mal, so beim Marder oder am Fuchs, überhaupt so die Raubtiere, wenn man denen ein bisschen die Ohren ein bisschen anlegt und die Zähne ein bisschen zeigt, dann schaut der schon ein bisschen grimmig drin, gell? Oder so ein Wolf oder ein Bär oder was. Bei diesen Schollenwildsachen ist es ja gemessen, den Präparat so überlassen, weil der lacht nicht, der weint jetzt auch nicht. Aber einfach für einen, wo man sagt, ein Gesichtsausdruck zufrieden. Schaut schon fast fertig aus. Ja, ein bisschen was falsch. Was gefällt Ihnen da eigentlich jetzt? Was ist jetzt das Gelungene, würden Sie sagen? Ja, einfach erstens einmal, dass man die Form halt selber kreiert hat, gell? Dass man nicht einfach Standard-Dings genommen hat. Und natürlich auch, dass es mein Rehbock ist. Und ja, nein, ich sag, wenn der mal auf der Wand ist, wird er sich gut machen. Ich gleich. Ja, passt. Gassel. Und Lausche. Ich brauche ein Gassel. Der Jagdtag von Josef Kalser und seinen Kameraden geht zu Ende. Zum Ausklang gibt es noch ein zünftiges Gulasch. So, hier ist Gulasch. Jawohl.
Bitte schön. Hört's gut. Was war denn eigentlich Ihr schönstes Jagderlebnis? Die schönsten Jagderlebnisse sind meistens, wenn Kollegen mit sind. Wenn man einen so nachdenkt. Kann man philosophieren ein bisschen? Ja, nachher reden wir ein bisschen gescheit, gell? Und dann hat alles mehr Wert. Dann wird auf einmal ganz wichtige Sachen ausgepackt, gell? Eigentlich, wie scheiß gesagt hast, scheiße. Ja, ja, ja. Nein, das ist richtig Stück. Wenn man also nachdenkt, ist eigentlich die Jagd in der Gemeinschaft technisch schönste. Allein gibt es auch tolle Sachen. Aber das ist halt allein. Das weiß keiner. So, also jetzt geht es. Nochmal, haben wir. Ja, ja. Reiten wir heil. Geht's aber wieder nach uns, haben wir. Jetzt geht es doch. Reiten wir heil. Werden wir wohl. So, Punktum.